Dach Leute, herzlich willkommen, ich bin Hellgaming, willkommen zurück zum Blondie-Titten-Wacke-Simulator Nightcry. Jawohl, weiter geht's und wir sind jetzt hier nicht ganz bei letzten Mal stehen geblieben. Ich habe jetzt nämlich wieder ein bisschen gespielt, denn das speichert hier nicht so ganz ab, wie man es eigentlich sollte. Ich habe jetzt nämlich hier den Keycard und mit dieser Keycard müsste man das hier eigentlich betätigen. Aber wir haben keinen Strom, weil hier eine Fuse fehlt. Und da werden wir jetzt eben gucken, dass wir halt eben so eine Fuse finden, um den Aufzug wieder zu betätigen und um dann halt eben weiterzugehen. Da könntest du auch geradeaus laufen, Blondie, und nicht immer nur links und rechts laufen. Schlimm. Echt schlimm. Diese Blondine kann nicht geradeaus laufen, die kann immer nur nach links und rechts laufen. So, das Blöde ist ja jetzt, dass wir haben ja den Killer, haben wir jetzt wieder hinter uns gelassen. Ne? Glorious, Food, Glorious. Ja, ja, haben wir ja schon, hier waren wir schon überall. Und drüben im Eisfach, kam ja dann der Typ wieder raus, beziehungsweise der Killer. Ja? Der kam dann da in diesen Eisfach wieder raus, wo ich da mir das hier angeschaut habe. Acute Quarters in the Register. I'll take that. Ah, jetzt hat sie Kleingeld mitgenommen, du Diebin. 4 Quarters hat sie mitgenommen. Zeigt sie an, die Schlampe. Die hat was gestohlen. So. Schauen wir mal, was hier noch irgendwie ist. Ne, hier ist nichts. Okay, da ist niemand behind the counter. Da ist keiner. Ich traue mich jetzt ehrlich gesagt nicht, dahin zu gehen. Ne? Ich traue mich nicht, das wieder zu öffnen. Ah, jetzt habe ich rausgeklickt. Sorry, jetzt kann ich rausklicken aus dem Spiel, weil das ja... Warum ist das nicht? Warum ist das denn nicht hier... Vollbild. Seht ihr, da ist ja die Leiche drin, aber da traue ich mich jetzt gerade nicht. Da traue ich mich jetzt einfach nicht gerade, das aufzumachen. Denn es könnte sein, dass ich dann sterbe. Aber ich bräuchte unbedingt... Maybe the monster will leave me alone if I throw it a tasty treat. Aha, haben wir jetzt da Essen? Nö, haben wir nicht. Okay. Ja, man kann ja auch irgendwie den Monster fallen stellen, aber ich glaube nicht, dass eine Blondine klug genug dafür ist. A lot of items are missing. Are people taking them? No, they are not taking it. They are eating it. So, komm. Das war überhaupt keinen Sinn gerade. Aber schauen wir mal, dass wir hier weiterkommen. Vielleicht finde ich hier irgendwo die Fuse. Ich habe jetzt auch diese Karte. Vielleicht kann ich diese Karte hier irgendwie benutzen. Ah, hier haben wir den Typen, der hier ein bisschen abhängt. Ja, seht ihr das? Ja, der... Ja, die Teller sind... Warte mal, ist das gerade dein Ernst? Sie kommentiert die Teller. Sie kommentiert, dass die Teller, die auf diesem Servicewagen hier drauf waren, kaputt sind. Sie kommentiert nicht, dass es voll schade ist und traurig ist, dass der Mann gestorben ist, ne? Die Teller waren wahrscheinlich mehr wert als das Leben dieses Mannes. Deswegen kommentiert sie das ja auch. Heftig. So, ich habe ein paar Quarter. Mit diesen paar Quartern bin ich jetzt draufgekommen. Könnte man ja eigentlich hier in der Waschmaschine das benutzen. Und vielleicht ist dort ja was drin. Ja, volle Laundromat. Brauche ich ja nicht, denn ich habe ja schon. Vielleicht kann ich hier jetzt irgendwas machen. Ja, ja, no time for doing my laundry. Ist ja klar, for doing the laundry, jetzt haben wir keine Zeit dafür. Aber vielleicht müssen wir das ja... Vielleicht müssen wir das ja. Denn ich glaube, da drüben war nämlich was drin. In der Waschmaschine, was man vielleicht gebrauchen könnte. Mhm. Ja, du musst nicht kommentieren, dass du keine Zeit dafür hast, Blondie. Das interessiert gerade keinen. Du sollst einfach nur gucken, dass man das macht jetzt. Komm. Mach jetzt. Da, genau, da. Seht ihr? Da sind nämlich einige Sachen drin. Mhm. Und das kann ich jetzt nicht benutzen mit dem Kleingeld, das ich habe, oder wie? Warum? Warte mal, vielleicht schon. So, 4 Quarters. You can't use that here. Hm, vielleicht kann ich das bei dem Changer machen. Komm, vielleicht kann ich es beim Changer das machen. Moment. Ja, geh wieder hin, laber. Mhm. For the Laundromat. Also muss man hier das reinhauen, damit man das dann bekommt, oder wie? Sehe ich das jetzt richtig? You can't use that here. Aha. Okay. Dann halt nicht. Dann halt nicht, du blöde Bitch. Gut, ich stehe gerade hier wieder irgendwie... Ja, einfach nur blöd da und weiß gar nicht, was ich machen soll. Das Blöde ist ja, dass ich diese Keycard gar nicht für diese Türen hier benutzen kann. Das ist ja das Blöde. Die kann ich für diese Türen hier gar nicht benutzen. Diese Keycard, die kann ich nur benutzen für... Das andere da. Für diese eine... Wie wisst schon, da, wo man die... Wo, das, was ich euch am Anfang gezeigt habe. Ja, da, wo ich euch das am Anfang gezeigt habe,
Dafür kann man das benutzen. Kann ich mir vielleicht hier noch was zum Trinken holen? Könnte sein. I'm thirsty, but I don't have my purse. Du brauchst deinen Purse nicht. Was ist denn da hier am Boden? Schaut mal, hier ist irgendwas am Boden. Hier ist ja Harry gestorben davor, aber jetzt ist Harry nicht mehr da. Oder ist Andy, Harry Runner ist gestorben? Ich weiß es nicht. Okay, die Blondine ist durstig, aber du hast deine Geldtasche nicht dabei. Passt schon, wir haben nämlich ein paar Quarters. Vielleicht brauche ich die Quarters ja dafür. You can use that here. Ja, für was habe ich denn ein paar Quarters? Das kann ich doch hier benutzen. So. Ja, hol dir was zum Trinken, Bitch. Sieht aus wie Zitrone, was sie sich da gerade rauspresst. Okay. Oh! It was a wedding ring. Oh, jetzt haben wir einen Ring gefunden. Ich glaube, jetzt bist du nicht mehr durstig. Okay, jetzt bist du nicht mehr durstig. Jetzt haben wir den Ring gefunden. Okay. Wofür ich diesen Ring brauche, weiß ich nicht. Ah, hier ist Harry gestorben. Da ist er ja draufgegangen. How could this happen? Oh. Oh, komische Geräusche. Nicht, dass das wieder kommt hier. Nicht, dass wieder der Killer kommt. Oh, hört sich aber gerade ein bisschen creepy an. Das hört sich gerade creepy an. Das ist nicht gut. Wofür brauche ich jetzt diesen scheiß Ring, Alter? Verstehe ich gar nicht. Ich schätze mal... Oh, die Geräusche sind gerade sehr creepy. Ich schätze mal, die... Ja, Lifte funktionieren natürlich wieder nicht. Nö, warum sollte auch ein Lift funktionieren? Wofür? Da kann man mit dem da vielleicht irgendwas anstellen. Hallo? Aha, maybe he's trying to call for help. Ja, dein Smartphone hast du nicht mehr benutzen können, mein Freund, denn dein Arm wurde dir einfach dann abgeschlagen, ne? Ja, so ist das die Bestrafung für Menschen, die versuchen, ihr Smartphone zu benutzen, während ein Killer unterwegs ist. Ja, dann werden die einfach, ja, Hand ab. Werden sie einfach. So würde ich das auch machen. Ja, wenn ich jemanden töten wollen würde und der würde sein Handy rauszücken, dann würde ich einfach direkt hier, BAM! Hand ab! Oh oh! Oh oh! Oh oh! Oh shit, er kommt. Der Killer kommt. Der Killer is on the fucking way. Dann lauf mal, Bitch. Lauf, Bitch. So, ich verstehe das Spiel hier noch nicht so ganz. Das ist blöd, aber okay, der ist weit weg, wie es aussieht. Der kommt mir nicht so schnell her. Das ist schon mal gut. Man hört ihn nur ganz leise. Okay, so, wir werden jetzt mal gucken, dass ich hier... Ne, da muss ich nicht hin, da muss ich auch nicht hin. Wo ist er denn, der Killer? Ich sehe ihn nicht. Aber ist auch gut so, wenn ich ihn nicht sehe. Das heißt, er ist weit weg. So, hier haben wir ja das dann, aber da kann ich auch nichts machen im Moment. So. Man darf nicht zu viel laufen, denn die Blondie wird ganz schnell müde. Ist ja auch klar, wenn man mit Stockgeschwüren durch die Gegend läuft, ne? Da ist er schon, der Killer. Okay. Ist ja auch klar, ne? Mit Stockgeschuhen, ja, passiert das schnell, dass man mal müde ist. So, ich werde jetzt mal schauen, dass ich das hier mir kurz anschaue. Kann ich das nicht endlich anschauen? Nein, ich muss einfach nur fliehen. Ja, klar, flieg auf die Schnauze. Kein Problem, er kommt. Pass auf. Kann ich mich nicht da verstecken oder so? Ja, man kann sich da drunter verstecken. Interessant. Ja, das ist wieder was Neues, eine neue Sequenz jetzt. Ich würde mich da gar nicht mehr trauen, irgendwie nach oben zu gucken. Oh oh. Geschafft! Als ich gecheckt, dass wir da sind, hatte ich nochmal Glück. Jetzt mussten wir ganz leise sein. Schön, einmal das gemacht. Blondie, hast du gut gemacht. So, nothing stuck here appears to be any use of it. Das ist ja hier ein Laden, ne? Das ist ein Laden, das ist ein Zopperladen. Aber ich finde hier nicht das, was ich brauche. So, schauen wir nochmal hier. Kann man nochmal kurz reingucken. Da kam ja dann der Killer davor einfach raus. Nicht, dass er jetzt wieder rauskommt. Kann sein, dass er jetzt wieder rauskommt. Ja, kommt wieder raus. Aber ich denke, das muss sogar so sein. Ich denke sogar tatsächlich, das muss so sein. Ja, ich denke, das muss so sein. Wir laufen jetzt eine kurze Runde. So, lauf, 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 lauf. Denn, ja, nicht ausrutschen. Ausrutschen habe ich nicht gesagt. Lauf. Er ist nämlich nah hinter uns. So, wir laufen nochmal eine Runde. Lauf, Batch, run,
Lauf um dein Leben. Consuela. Komm. Geh nochmal rein. Da rein. Ich verarsche mich ab und zu, ne? Die will einfach, die ist ab und zu verbockig. Die Blondine ist einfach ab und zu. Oh! Lauf jetzt. Lauf. Kann ich nicht einfach, kann mich in der Waschmaschine auch verstecken? Ja, kann man. Auch hier drin kann man sich verstecken. Boah, stell dir vor, der Killer kommt jetzt vorbei und schaltet die Waschmaschine ein. So auf 90 Grad. Einmal gut ordentlich durchgekocht. Ich will meine Blondine schön heiß gekocht. Komm, Blondie. Oh, shit. Sag nicht, der macht jetzt die Maschine wirklich an. Oh, nee, der macht das wirklich an. Scheiße, die Blondine ist jetzt einmal gut durch. Oh, shit. Dead End. Scheiße, Mann. Und ich habe mir noch gedacht, Alter, warte mal. Nicht, dass das jetzt einfach hier angeht und wir dann draufgehen. Ja, wir sind wieder gestorben, Leute. Ihr wisst Bescheid. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. War eigentlich interessant. Ja, wir sind wieder auf ein paar Sachen gekommen. Jetzt weiß ich auch wieder so ungefähr, was man so machen muss, dass ich wieder dahin komme, wo ich jetzt auch war. Aber ja, man sollte nicht in eine Waschmaschine springen oder Trockner. War das ein Trockner? Ich glaube, nee, das war ja ein Trockner. Genau. Und war das ein Trockner? Ich weiß es nicht. Ich glaube, das war ein Trockner, weil das wurde dann ja heiß und dann wurde die geschleudert oder was? Doch eine Waschmaschine. Keine Ahnung. Ich weiß es gerade nicht. Aber ja, Blondie in Waschmaschine, nichts gut. Schreibt in den Kommentaren, jetzt ist die blonde Bitch sauber. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.